Google hat es vor einiger Zeit tatsächlich geschafft, das Wort googeln in den Duden zu bringen. Das ist ein offizielles deutsches Wort. Stellt euch das mal mit anderen Suchen vor. Ich bingel mal kurz etwas. Ich geh mal kurz was Yandex. Die meisten von euch googeln, auch die iPhone- und Mac-User unter euch. Aber vielleicht ändert sich genau das schon nächstes Jahr. Seit Ewigkeiten gibt es schon Gerüchte, dass Apple seine eigene Suchmaschine rausbringen will. Und es würde ja durchaus Sinn ergeben. Apple Karten ist ein riesiger Konkurrent zu Google Maps. Siri will es mit dem Google Assistant aufnehmen. Und der größte Konkurrent von Android ist halt nun mal Apples iOS. Warum also nicht auch einen Google von Apple? 2019 hat Apple auch John Gianandrea zu sich geholt, der ehemalige Chef der Google-Suche. Fun Fact übrigens, Google zahlt jedes Jahr Milliarden von Dollar an Apple, damit User im Safari-Browser standardmäßig bei Google landen. Gerade das Thema Privatsphäre spricht Apple ja sehr gerne an. Mit einer eigenen Suchmaschine könnte Apple hier möglicherweise gut punkten. Und laut einem Tweet von Robert Scoble könnte das schon Anfang nächstes Jahr der Fall sein.